Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zu deinem Lieblingspodcast, wenn es um das Thema Hypnose geht. Ja, und von mir auch ein herzliches Hallo. Musstest du jetzt gerade noch überlegen, Astrid, ob du Hallo sagst oder nicht? Nein, musste ich nicht. So eine lange Denkpause, das ist ja ungewöhnlich. Ich wollte warten, ob da bei dir noch was kommt oder nicht. Ach so, nee, bei mir kommt heute nichts mehr. Also außer jetzt gerade, wenn das nicht gerade die erste Folge ist, die du von diesem, oh Gott, jetzt wollte ich gerade sagen, leckeren Podcast hörst. Mit knuspriger Hypnose. So Krimmel schüttet gerade mit dem Kopf, ich möchte das hier einmal festhalten. Also wenn das nicht gerade die erste Folge ist, die du von diesem Podcast hörst und du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, dann tu uns doch mal einen ganz großen Gefallen. Du kannst, wenn du zu den über 50% Spotify-Usern gehörst, einfach oben auf Podcast bewerten in der App klicken und lässt dann jetzt einfach 5 Sterne da. Da brauchst du auch nichts dazu zu schreiben und hilfst uns damit, dass der Podcast sichtbarer wird. Damit erreichen wir neue Leute, was uns dann wiederum motiviert, noch mehr, noch geilere, bessere, noch mehr leckere Podcast-Folgen aufzunehmen. Frau Krimmel, möchtest du was dazu sagen? Es geht hier nicht um Kochrezepte, auch wenn sich das im Moment vielleicht so ein bisschen anhört. Ach so, es geht nicht ja. Nein, heute nicht. Heute geht's dann nicht. Könnte ich ja auch sagen, sexy Podcast-Folgen. Also wir müssen noch ein bisschen dieses langweilige, trockene Thema Hypnose ein bisschen aufpeppen. Dabei finde ich das ja gar nicht langweilig. Nicht? Nein, das ist doch hochspannend. Weiß doch, für mich ist immer alles sehr spannend. Ja, für Astrid ist immer alles total alles spannend. Ich finde das ja auch spannend, sonst würde ich das ja jetzt labern wir nicht lange rum, sondern... Wieso? Die Leute müssen mal erstmal warm werden. Außerdem, du weißt ja, wie sehr ich das mag, so einen Spannungsbogen aufzubauen. Du kennst das doch auch aus den Seminaren, dass ich, wenn es in die Übung geht. Das kenne ich zu gut. Das müsst ihr alle mal erleben. Erstmal ganz lange noch einen Spannungsbogen aufbauen. Ja. Das ist, Nun gut, egal. Astrid, worüber reden wir denn heute? Ich bin so schlecht vorbereitet. Außer, dass wir Podcast machen, weiß ich gerade gar nicht viel. Worüber reden wir heute? Unser Thema? Heute ist es, finde ich schon wieder mega spannend, nämlich wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn Hypnose nicht funktioniert? Ah, also was mache ich, wenn Hypnose nicht funktioniert? Was können die Gründe sein, warum Hypnose nicht funktioniert? Aber eigentlich funktioniert Hypnose doch immer, oder etwa nicht? Natürlich, Hypnose funktioniert immer. Gibt es Fälle, wo Hypnose nicht funktioniert? Es gibt zumindest Fälle, wo Menschen vielleicht gar nicht bereit dazu sind. Und wir müssen natürlich ergründen, was ist hier eigentlich los? Ach so. Um ihnen dabei zu helfen, eine Entscheidung für oder gegen die Hypnose zu treffen. Das ist richtig, ja. Das ist wohl wahr. Und... Naja, ich habe auch noch so 1-2 Fälle, wenn die, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ja. Ich habe so gerade zwei Fälle vor Augen. Einen habe ich ja gerade erst erlebt, wo das nicht so richtig wirklich funktioniert hat. Mhm. Aber gut, dann lass uns doch mal einsteigen in das Thema, was ist, wenn Hypnose nicht funktioniert, beziehungsweise was könnten denn die Gründe dafür sein. Und ich glaube, einer der wichtigsten Gründe, damit das Ganze auch funktioniert, ist der persönliche Wunsch nach Veränderung. Mhm. Oder? Also, ja, natürlich. Würde ich jetzt mal so sagen. Also, hast du schon mal Leute gehabt, die zu dir in die Praxis gekommen sind und weil jemand anders die geschickt hat? Selbstverständlich. Ah, hat das mit denen funktioniert oder hat das mit denen funktioniert? Nein heißt, es hat nicht funktioniert. Nein heißt, es hat nicht funktioniert und ich habe das überwiegend erlebt bei
Kindern, die für sich selber überhaupt gar kein Problem wahrgenommen haben, wo aber die Eltern das Gefühl hatten, sie müssten dem Kind vielleicht was Gutes tun oder es gibt so ein Verhalten, was die Eltern nicht mögen und sie wollten gerne, dass sich das verändert, verbessert. Das Kind selber sagt aber, hey, mein Verhalten ist doch okay, ich weiß gar nicht, was daran geändert werden soll. Ich finde, so wie ich bin, bin ich gut so. Und dann wird es natürlich sehr schwer, wenn die Kinder gar keinen Sinn darin sehen, an was zu arbeiten. Das, ja, ist lustig. Ich habe das, also ich hatte den Fall erst ein einziges Mal bei einem Kind, das tatsächlich gekommen ist und dann einfach nicht machen wollte. War ganz interessant, weil die sind halt irgendwie 3 Stunden Anfahrt auf sich genommen. Und ich habe der Mutter vorher gesagt, hey, hier, sprich mit dem Kind drüber, zeig dem Videos von mir, frage den, ob er Lust hat. Und dann sitzt er da und nö, ich mache hier heute gar nichts. Ist mir egal, was du machst, ich mache gar nichts. Ja. Das ist, aber ich habe tatsächlich auch schon einmal einen Klienten gehabt, der kam, weil seine Frau unbedingt wollte, dass er kommt. So, nach dem, also der hatte halt besondere sexuelle Vorlieben und da war dann eben das Thema hier, das musst du dir weghypnotisieren lassen, das geht halt nicht. Und einen anderen hatte ich auch mal, da war die Frau der Meinung, ihr Mann hätte ADHS und das soll er sich mal weghypnotisieren lassen. Wobei ich das dann natürlich schon spannend finde, dass die Leute dann trotzdem, also wenn es Erwachsene sind, dass sie halt trotzdem in die Praxis kommen. Also, weil. Ja, natürlich. Also das tun sie dann ja wahrscheinlich eher zum Gefallen des Partners oder eben auch der Eltern. Aber inwieweit dann eine Mitarbeit da ist, da scheitert es dann wird eben. Schwierig. Ich musste so schmunzeln, weil du das gerade gesagt hast, ne, von der Frau geschickt. Ich hatte mal einen Anruf von einer Dame und die sagte, mein Mann und ich, wir wollen gern zur Rauchentwöhnung kommen. Und dann habe ich gefragt, weiß Ihr Mann denn überhaupt schon davon, dass er zu mir zur Rauchentwöhnung kommen will? Und dann sagt sie, na selbstverständlich, der sitzt hier neben mir. Und dann sage ich, gut, dann ist es ja in Ordnung. Ich wollte es nur abklären. Nicht, dass einer mit dem Rauchen aufhören will und der andere möchte gar nicht. Ja, das ist natürlich dann. Also das heißt, das ist tatsächlich abzuklären, woher kommt denn die Motivation? Sind die Menschen tatsächlich selbst motiviert, an ihrem Problem zu arbeiten, in die Hypnose zu gehen, eine Verbesserung auf diesem Weg zu erlangen? Oder ist es eher, dass eine andere Person die treibende Kraft ist? Weil wenn du dann versuchst, naja, komm, jetzt sind sie so weit gefahren, jetzt machen wir es trotzdem. Das ist zum Scheitern verurteilt und das ist auch ethisch, finde ich, nicht in Ordnung, dann mit den Menschen zu arbeiten, obwohl sie gar nicht wollen. Ja, ich bin da ganz nah bei dir. Ja, das ist. Also das könnte einer der Gründe sein, warum Hypnose nicht funktioniert, weil sie gar nicht reingehen, weil sie das gar nicht selbst wollen. Irgendwas wollte ich gerade noch gesagt haben, aber ist mir entfallen. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Ach so, doch zum Thema reingehen wollen, auch so, weil du ja gerade gesagt hast, das Thema Raucherentwöhnung. Also ich habe schon davon gehört, dass es eben Leute gibt, wo der Arzt sagt, hier, du musst mal aufhören und die deswegen kommen, wo natürlich die Motivation auch nicht so wirklich groß ist, ne? Also das kommt also halt. Also ich meine, ich gucke dann natürlich auch im Vorgespräch, gibt es denn irgendetwas anderes vielleicht, an dem sie arbeiten möchten, ein vorgelagertes Problem, was sich vielleicht auf einem anderen Weg zeigt, oder können wir trotzdem, wie zum Beispiel bei Kindern auch, vielleicht doch noch eine Motivation erarbeiten, und wenn es die Motivation ist, dass die Mama nicht mehr so häufig schimpft, ne, das kann auch mal eine Motivation sein, am Verhalten was zu ändern. Aber wenn man da eben nichts rausarbeiten kann, dann sollte man es lassen, ne? Ja, definitiv, ja. Definitiv, ja. Ja, das trifft es eigentlich soweit ganz gut. Und dann wissen wir jetzt schon mal, die Patienten müssen bereit sein, müssen wollen. Und in der Regel klappt's ja dann auch meistens mit der Hypnose. Also dann gibt's natürlich noch
die Fälle, wo es dann eben trotzdem nicht klappt, wo es trotzdem schwierig wird. Fällt dir da spontan was ein, Frau Krimmel? Also ich habe jetzt gerade tatsächlich einen so einen Fall gehabt. Der war in der ersten Sitzung da, der Patient, und hat da schon so Probleme gehabt, sich, ich will jetzt nicht sagen, auf den Prozess einzulassen. Es ist ja auch eine Art Einlassen, aber er hat halt so völlig falsche Vorstellungen gehabt, also so wirklich völlig falsche Vorstellungen von dem, was da, wie, wo passiert. Und trotz meiner Erklärungen, trotz all der Aufklärung, die bei mir im Vorfeld vor so einer Sitzung ja auch stattfindet, ist halt nicht das passiert, was er sich erwartet hat. Was natürlich dann auch dazu führt, dass dann eben auch während so einer Sitzung logischerweise die Hypnose nicht so richtig stattfindet, weil das Bewusstsein die ganze Zeit darauf wartet, dass jetzt das, was ich erwarte, passiert. Ah, okay, ja. Also das heißt, die Erwartungshaltung muss natürlich erstmal geklärt werden, weil viele Leute dann ja auch vielleicht in der Hypnose sind, das aber nicht verstehen, dass sie schon in Hypnose sind und oder weil sie was anderes erwartet haben. Ne? Und das war ein besonders schwieriger Fall. Also das Thema war nicht schwierig, das wäre relativ einfach gewesen. Wir haben dann in der zweiten, also der war dann noch ein zweites Mal da. Und dann habe ich ihm das vorher nochmal alles erklärt, habe ihn auch gefragt, ne, was erwartest du denn, was soll passieren jetzt? Was glaubst du, wie muss sich das anfühlen, was musst du erleben und so weiter und so fort? Und er hat sich dann halt auch in der zweiten Sitzung wieder, ich will jetzt nicht, also angestellt ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist halt auch da wieder schwierig gewesen. Und dann habe ich die Sitzung abgebrochen. Also ja. Du meinst, er hat das erfolgreich blockiert. Er hat es erfolgreich blockiert, ja. Und dann ist halt auch für mich da die logische Konsequenz, dass ich dann einfach sage, hey, dann brechen wir das jetzt ab. Ja, weil das hat ja wenig Sinn und Zweck. Ja, ja. Natürlich. Das hat wenig Sinn und Zweck, dass man dann da noch weiterarbeitet. Natürlich hätte ich sagen können, ich ziehe jetzt hier irgendwie durch, erzähle ihm irgendeine Geschichte mit der Hoffnung auf Veränderung, weil ich will ja mein Geld haben, so nach dem Motto. Aber das geht halt an der Stelle nicht. Also da ist mir meine Zeit dann einfach zu schade, dass ich mit Menschen, die sich selber so blockieren, dass ich mich mit denen dann noch weiter abmühe, weil die Chance, dass das erfolgreich wird, ist gen Null tendiert. Ja. Ja, und ich erinnere mich noch an so zwei andere Patienten, die ich auch mal hatte. Das eine war ein Augenarzt, der bei mir war, der sich, glaube ich, auch nur beweisen wollte, dass ihm niemand helfen kann, dass auch Hypnose nicht helfen kann, weil egal, was ich mit dem gemacht habe, und das war auch eine mega anstrengende Sitzung, ja, weil Regression hat er blockiert, Kontrollraum, also und dass ich sowas mal mache, kommt ja echt tendenziell sehr, sehr selten vor, den hat er blockiert, also das Da ging auch in der Sitzung relativ wenig. Und das andere war eine Kinderärztin, die ich mal hatte. Und die, bei der ist, also wir sind regressiert, sind zum Erlebnis gekommen. Und dann hat sich ihr Verstand eingemischt. Und dann hat sie immer wieder gesagt, das kann so nicht gewesen sein. Also da ist was aufgetaucht. Ich weiß nicht, was aufgetaucht ist. Aber bei ihr kam dann sofort der Verstand durch, das kann so nicht gewesen sein. Ja. Also die war in tiefer Hypnose, war alles gut, aber dann kam halt der Verstand durch. Bei dem Augenarzt weiß ich gar nicht mehr, was da so die Ursache war. Aber ich glaube, der wollte halt einfach nur den Beweis haben, es geht nicht. Ja. Ja, und dann halt die andere Ursache, dass halt jemand wirklich so eine völlig falsche Erwartungshaltung hat. Und natürlich, die Erwartungshaltung, Vorgespräch, ganz, ganz wichtig, ja, also auch hier, ich habe halt auch mal eine Patientin gehabt, die war schon mal wo zur Hypnose und hat gesagt, ja, da war ich, glaube ich, gar nicht in Hypnose, weil ich habe draußen die Straße gehört und das und das und das und das, wo ich mir denke, ja, ist doch egal, also ne, bei mir hörst du den nervigen mexikanischen Zwergkampfhund von über der Praxis, wenn der mal wieder rumbellt,
Hörst im Zweifelsfall den Hund des Vermieters im Hof oder hörst, wenn die Mitarbeiterin des Vermieters im Hof lauthals telefoniert, dass ich oben bei mir in der Praxis jedes Wort verstehe. Das sind ja Sachen, die sind durchaus normal, aber wir müssen halt den Menschen vorher sagen, pass auf, ne? Dieses typische, du kriegst alles mit. Ja. Ja, Erwartungshaltung vorher abklären ist, glaube ich, da tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte. Ja, natürlich, ne? So, dass sie eben auch nicht enttäuscht sind, wenn sie vielleicht Außengeräusche hören, weil in ihrem Kopf das war, das kenne ich ja auch, Leute kommen und ich frage dann auch, was sie für ein Gefühl haben oder was sie für eine Meinung haben, wie sich Hypnose anfühlt. Und viele haben wirklich das Gefühl, sie sind in Narkose und nicht in Hypnose und kriegen gar nichts mit, sind schlafen oder sind irgendwie völlig weggetreten und dann irgendwann werden sie wach und sind umprogrammiert. Und das ist natürlich was, was so nicht funktioniert, weil wir ja gemeinsam an einem Prozess arbeiten wollen. Und ich auch sage, wir reden während der Hypnose ganz viel miteinander, weil ich muss ja wissen und verstehen, was bei ihnen passiert. Und wenn sie das dann hören, dann ändern sie oft ihre falsche Vorstellung zum Thema Hypnose und sagen, ah, dann bin ich ja jetzt ganz gespannt, was da jetzt passiert. Ja. Ja, das ist tatsächlich, ja. Aber wie du es eben schon gesagt hast, das ist natürlich auch ein Grund. Und das kenne ich immer wieder, dass Menschen Angst davor haben, was könnte ich in der Hypnose erleben? Auf was für ein Trauma oder welche schlimme Situation könnte ich denn hier wahrnehmen? Und käme ich überhaupt damit zurecht? Und das kann natürlich auch eine Blockade sein. Was aber aus meiner Sicht dann auch widerspiegelt, dass sie nicht das Vertrauen in unsere gemeinsame Teamarbeit haben. Das heißt, da muss ich sie natürlich wieder bestärken und sagen, hey, egal was passiert, wir gehen gemeinsam da durch. Ich lass dich keine Sekunde alleine, sondern wir schaffen alles zusammen. Ich möchte aber wissen, wo du bist, wo du stehst, was hier passiert, damit ich dir dabei helfen kann, diese Dinge zu verändern. Ja? Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Nämlich Vertrauen. Ja. Ja, und wenn es um Hypnose geht, ne, also dann geht es eben auch, die Währung in der Hypnose ist eben einfach Vertrauen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und da ist natürlich dann auch wichtig, dass wir als Hypnosetherapeuten dem Patienten helfen, Vertrauen in sich zu gewinnen. Also ich sage ja meinem Patienten immer, hey, hier, du musst nicht mir vertrauen, du musst dir selbst vertrauen, dass du das kannst und du musst Vertrauen in den Prozess haben. Ich bin austauschbar. Ja, aber du bist nicht austauschbar, dein Vertrauen ist nicht austauschbar. Das ist das Wichtigste, was dich heute hier zum Erfolg führen kann und führen wird. Ja, aber bei manch einem fehlt dann eben leider auch dieses besagte, notwendige Vertrauen. Ja, also ich spreche dann doch schon auch manchmal darüber mit meinen Patienten, weil oft kommen die und haben wirklich eine ganz schlimme Störung oder eine schwierige Probleme, so will ich es einfach mal nennen. Und man denkt natürlich häufig, ein schwieriges Problem muss auch ein ganz schlimmes auslösendes Ereignis haben. Und glauben, da ist irgendwas ganz furchtbar Schlimmes, was sie verdrängt haben, was das Ganze ausgelöst hat. Und denen erkläre ich dann natürlich auch, dass es oft wirklich Kleinigkeiten aus dem Alltag sind. Und manchmal erzähle ich dann auch Beispiele, sodass sie verstehen, ah, das muss überhaupt nichts Großes, Schlimmes sein, was das ausgelöst hat, sondern das kann auch wirklich was Kleines sein, was ich nur in meiner Situation falsch interpretiert und überwertig bewertet habe. So dass sie die Angst verlieren und dass ich dann sage, egal was kommt, wir schaffen das zusammen, gehen wir da durch, um die Bereitschaft zu erhöhen, tatsächlich eben auch sich die Chance zu geben, dieses ursächliche Ereignis auch zu finden. Weil man kann es natürlich auch blockieren, indem man nicht weitergeht als die Situation, die man selber weiß und kennt. Und gar nicht erlaubt, sich selbst so tief in die Hypnose bringen zu lassen oder hineinzutauchen, um unbewusste Dinge wahrzunehmen. Definitiv, ja. Definitiv. Ja.
hier müssen wir vielleicht eben manchmal an dem Vertrauen arbeiten, dass alles möglich ist, dass es auch nichts Schlimmes sein muss, was das ausgelöst hat und dass wir, egal was es ist, jetzt uns das einmal anschauen und dann vorbei auf die Seite und es erledigt. Ist Geschichte. Ja, definitiv ja. Also ja, ich überlege gerade, ob zu dem Thema noch irgendwas noch zusätzlich wichtig ist. Also was ist, wenn Hypnose nicht funktioniert? Ja, habe ich noch aufgeben. Was. Oh, jetzt Frau Krimmel hat noch was. Da ja, bin ich und zwar, gespannt. Das habe ich so 2-3 Mal erlebt, dass Menschen zu mir kommen, haben sich vielleicht lange darauf vorbereitet, sind wirklich auch hoch motiviert, aber vielleicht auf dem Weg zu mir ist irgendwas passiert oder es gab am Morgen einen Streit mit dem Partner. Ich muss einmal habe ich das erlebt. Ja. Einmal habe ich das auch eine ähnliche Geschichte wie du, wobei deine natürlich viel schlimmer war als mein und bei dir hat es ja funktioniert, bei mir nicht. Eine Frau, die wirklich von, also ich sage jetzt von weiter weg, die ist eine Stunde gefahren, das war aber für sie schon eine ganz, ganz schwierige Situation und sie hält da auf dem Parkplatz und dann spricht ein Passant sie an und sagt, ach, haben Sie eigentlich gesehen, dass Sie einen Platten haben? Jetzt war die Dame schon ein bisschen was älter und war völlig verunsichert, ist dort in den Laden rein und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe einen Platten, haben die gesagt, ach, ADAC, die sagt, ich habe aber einen Termin, das dauert vielleicht 2, 2,5 Stunden. Und die haben mir gesagt, ist kein Problem, wir kümmern uns darum, lassen Sie alles hier. Die war auch im ADAC, ne, lassen Sie alles hier, wir machen das alleine, ne, die sollen einfach den Reifen umziehen. Aber die war dann bei mir in der Praxis so angespannt, und hat die ganze Zeit darüber nachgedacht, hoffentlich klappt das, hoffentlich rufen die nicht an, dass sie überhaupt nicht bereit war, in die Hypnose zu gehen. Und wir konnten diese Sitzung einfach nicht machen, weil das so im Vordergrund stand und jetzt im Moment ihr Problem einfach überwogen hat. Ja. Ja, das ist... Und das kann tatsächlich eben auch mal dazu führen, dass es nicht geht. Das oder man machte, also ich hatte das auch einmal, die Patientin kam aus der Nähe von Marburg nach Hamburg, also auch weite Reise und will früh morgens vom Hotel zu mir in die Praxis fahren, Auto weg, Auto geklaut. Also die saß dann halt völlig aufgelöst auch in der Praxis, aber da habe ich gleich gesagt, komm her Mädel, so ärgerlich wie das jetzt ist, wir machen heute nichts, also ich wollte nichts machen, weil dann die ältere Dame völlig aufgeregt und was nicht alles, wir haben dann trotzdem gearbeitet und das war okay. Ja, also wir haben so, das hat dann trotzdem funktioniert, wahrscheinlich, weil ich sie einfach an der Stelle auch beruhigt habe und gesagt habe, pass auf, komm, ne, jetzt hier, zack, aber ich kann das natürlich verstehen, wenn du irgendwie so mit Übernachtung und lange Fahrt und was nicht alles, dann willst du ja auch nicht unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren. Also insofern, ja, kann mal passieren. Aber natürlich kann auch so eine ganz große Nervosität, kann eben auch ein Grund sein, dass es nicht funktioniert. Oder aber auch, ich hatte das auch einmal, ist auch schon Jahre her, da war eine Mutter bei mir, die ein relativ anstrengendes, schwieriges Kind hat. Und nach der Sitzung sollte noch ein Gespräch in der Schule sein. Kannst du vergessen. Die war so sehr auf dieses Gespräch fokussiert, dass halt gar nichts ging. Ja, kann ich dann eben auch einfach bleiben lassen. Ja, genau das ist es, ne? Das war das Gleiche, ne? Die halten dann dem Gedanken fest und was kommt und passiert und. Und da ist dann schwierig. Also ich sage halt meinen Patienten normalerweise auch immer im Vorfeld, hey, nimm dir für den Rest des Tages, wenn du zu so einer Sitzung kommst, wenn es zumindest die erste Sitzung ist, nichts Besonderes vor. Also ich habe auch schon Patienten gehabt, die sind echt in der Mittagspause gekommen. Ja, es war aber Folgesitzung dann. Ja, das ist okay. Die wussten, worauf sie sich einlassen, was wie wo passiert. Aber normalerweise sage ich echt immer, mach an dem Tag nichts mehr. Weil manchmal, also nicht selten, sind die Menschen ja hinterher auch völlig fertig. Also fertig im Sinne von erschöpft. Ja, weil das sieht halt aus, nach außen hin immer spielend leicht aus und trotzdem ist es halt harte Arbeit, zumindest für den Geist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir wollen ja hier, was, wenn Hypnose nicht funktioniert. Und
Ich glaube, die Kernbotschaft können wir runterbrechen, Astrid, auf erstens vorher ordentlich aufklären, zweitens die Motivation abklären und drittens als Hypnotiseur auch einfach die innere Stärke zu besitzen, eine Sitzung einfach abzubrechen, wenn man merkt, es geht nicht. Ja. Also so würde ich das zumindest sagen. Also ich sag mal, bei mir kommt das so, dass ich abbreche wahrscheinlich ein, zweimal im Jahr immer mal vor, dass ich einfach sage, hey, hier, wir beenden das jetzt hier und gut ist. Schlicht und ergreifend, weil ich halt auch, also ne, fragt euch selber, was macht das mit eurem Ruf, wenn ihr Sitzungen durchzieht mit Menschen, wo eigentlich gar nichts passiert? Also du als... Und nicht nur der Ruf, sondern auch mit mir als Therapeutin, weil ich weiß es ja besser. Ja. Na, würde ich vorher denken, das funktioniert zu 100% und wäre mir sehr, sehr sicher, dass es trotzdem klappt, dann kann ich ja sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Aber wenn ich vorher schon weiß, es wird nicht funktionieren, dann macht es ja nicht nur was mit meinem Ruf, sondern auch mit mir selbst, mit meinem Verständnis für meine Arbeit. Das ist richtig, ja. Also, das ist wohl wahr, ja. 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 Haben wir noch was, worüber wir hier noch reden wollen, können, müssen, liebe? Nein, nichts, was sich außerhalb dieser Kategorien befindet. Ja, gut. Na, dann haben wir es ja eigentlich soweit, gell? Ja. Also, ein Punkt. Nee, ach, na, ist nicht wichtig. Also, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dir mal ein besonderes Thema wünscht oder dir sagst, hey, hier, darüber müsst ihr mal sprechen, dann schreib uns eine Mail an info@hypnoschool.de. Wir nehmen natürlich auch sonst gerne Danksagungen, Blumensträuße, Pralinen und so entgegen für schöne Podcast-Folgen. Also tu dir keinen Zwang an. Wir freuen uns über jedes Lob und natürlich auch über jede Kritik, denn dann können wir die Dinge noch besser machen. Und mit diesen Worten besser machen, ich glaube, es gibt ja keinen besseren Schluss zu einem Podcast, als einfach zu sagen, sag Tschüss, Astrid. Tschüss, Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.